Kriegst du auch. Jo. Ich mache mich mal auf den Weg nach oben. Kommt ihr mit? Moment. Wieso kann ich keine Sachen craften aus den Hellstone Bars? Weil du nicht genug hast, glaube ich. Das billigste braucht 35. Ach so, ja, okay. Das ist schlecht, weil ich wollte auch eine Pickaxe. Mal schauen mit dem Meteoritenzeug. Ich verspreche dir, wenn wir das finden, dann darfst du zuerst was machen. Wahrscheinlich ist es auch besser als Hellstone. Ich beiß damit in sauren Apfel, aber mir egal. Wir haben jetzt wirklich... Was? Flower of Fire uses 10 Mana, throws Balls of Fire. 30 Damage. Warte mal. Ah, das ist cool. Das erinnert so ein bisschen an Mario. Wieso kann ich denn das benutzen? Egal, ich brauche noch Sterne. Wie viel Mana hast du denn? 20. So, Klimmi, kommst du mit? Klimmi. Wollen wir nicht nach oben? Ja, wollen wir. Ja, dann... Klimmi ist da oben. Ja, aber Klimmi sagt nichts. Klimmi bewegt sich auch nicht. Klimmi ist gestorben. Oh mein Gott. Hüpf, ihr Schweine, hüpf, ihr habt Klimmi getötet. Hüpf, 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 hüpf. Ich will so einen komischen Morgenstern haben, der doppelt so viel Schaden macht. Lalalalalala. Ja, hier oben ist das doch echt genüsslich. Wie einfach das ist hier oben. Also das da unten war echt frustrierend, Leute. Ihr könnt froh sein, dass ihr das nicht mit anschauen musstet. Wir sind da runtergegangen, gestorben. Runtergegangen, gestorben. Runtergegangen, gestorben. Und die Zeit, wo wir nicht gestorben sind, haben wir auf diese Hellstone-Barrens geklickt. Das war echt stinklangweilig. Also ihr habt nichts verpasst. Überhaupt nichts. Wir sind wie immer gestorben. Ich glaube, das mit dem Death Counter hat keinen großen Sinn mehr. Wir wären jetzt mittlerweile, glaube ich, bei 263 oder so. Keine Ahnung. Wieso kommt dann noch mehr Wasser runter? Du Held! Ich weiß es nicht. Gleich fängt es an wieder zu laggen. Quatsch. Oh, hi. Du Bauer. Jetzt komm hoch. Meteoriten finden. Meteoriten. Komm schon. Jünge. Ich frag mich nur, wieso ich gleich das Holz nicht anzünde, wenn ich durch mein Haus renne. Quatsch. Wieso? Ist eigentlich der Set-Effekt? Set-Bonus, 10 Defense. Wow, also auf die Art überlebe ich, glaube ich, echt alles. Yay! Rat. Wollten wir nicht nach rechts laufen? Stimmt. Rechts! Gut, dann Klimmi ist ja tot, ne? Also. Ich verkaufe eben noch ein paar Sachen. Wenn Klimmi sich dazu entscheidet, hier wieder zu dem Reich der Lebenden zu kommen. Immerhin waren wir gerade in dem Reich der Hölle. Und am unteren Ende der Map. Können wir jetzt nach den Meteoriten suchen? Jo. Der Flamerang ist übrigens auch ganz cool. Schaden macht er angeblich. Allein schon die Pickaxe macht ordentlich Damage. Und ich glaube, ich bleib Freund von meinem... Rumschubs-Dingens hier. Freunde? Ja, Freunde. Freunde fürs Leben. Ich bin in der Corruption. Wart auf mich. Okay. Sterb, Dornen. Flamerang. Hast du eigentlich mittlerweile mal deine 40 Mana zusammen? Nee, ich habe erst einen Mana-Kristall. Egal, aber ich glaube, in der Truhe liegen nicht. Noch ein paar. Nee, ich meine, ich habe erst einen von den Sternen. Ja, egal, du brauchst auch keine Mana mehr für den Light Orb. Jetzt hast du ja deine Rüstung. Stimmt, die Hellrüstung macht ja Licht im Dunkeln. Hat Feuer so an sich.
Hm? Kommst du? Ja, ich bin auch schon unterwegs. Psu! Oh, hier sind noch mehr Löcher. Ich glaube, wir können ja noch einen Eater auf Worlds beschwören. Zu zweit? Schau mal halt nach. Why not? Ich weiß ja jetzt nicht, in welchen du gelaufen bist. Nee, wohl doch nicht. Da habe ich wohl was verwechselt. Psu, psu. Psu, psu, psu. Du bist über mir, glaube ich. Jo. Ich gehe mal ins zweite Loch. Hier ist noch eins. Noch total viele. Ja, ich verkack's hier gerade total. Nein! Ah, nach oben! Will ich! Da, du hast irgendwas gesagt von diesem Dschungel. Ja. Wo ist der? Unter der Erde. Wo unter der Erde? Weiß nicht. Den müssen wir auch noch irgendwo finden. Das ist korrekt. Den Dschungel! Aber erstmal kommen die Meteoriten dran. Mowgli, der Dschungelknabe. Na, lass mal das mal mit den Löchern hier, oder? Ja, hier ist nichts, hier ist nur Wasser. Eben war in dem Loch auch nichts anderes. Wow, fast wäre ich gestorben. Das sind aber tatsächlich sau viele Löcher. Ja, die können wir später erkunden. Und hier ist ein Meer. Ne, nur ein kleines Warte Meer. Auf mich. Das sind echt nur diese Löcher. Ne, hier ist wieder Wald. Wald! Boah, Alter, hatte ich ein scheiß Glück, dass hier unten Wasser war. Ich bin wieder im Wald. Tot, aber hier unten ist eine Kiste. Was ist in der Kiste? Oh, Schwimmflossen. Geil. Meins. Nein, ich will. Und zwei Goldcoins. Hier ist die nächste Corruption. Ja, kannst nachschauen. Ich will eine Kiste. Das ist geil, jetzt kann ich ordentlich schwimmen, ey. Corruption. Inwiefern kannst du jetzt ordentlich schwimmen? Hier ist so eine Art Höhle. Höhle? Ja, wie gesagt, so eine Art. Bisher haben wir aber nicht so gute Erfahrungen mit Höhlen gemacht, oder? In dem Fall, keine Ahnung. Das ist noch irgend so ein alter Untergrund. What? Ich würde ja gern zu dir kommen, aber ich komme hier wirklich nicht von der Stelle. Ah. Was zur Hölle ist hier? Oh, hier ist ein See. Diese Höhle führt wirklich sehr tief hinunter. Ich glaube, ich gehe mal wieder raus. Das hat, glaube ich, keinen großen Zweck, hier unten in der Höhle irgendwas zu machen. Ich komme schon. Jo, hat tatsächlich keinen besonders großen Zweck. Komm du bloß nicht auch hier rein, das dauert Jahre, bis man da wieder rauskommt. Die ist total tief. Was? Ich habe gar nicht den Eingang gesehen. Ich laufe gerade einfach weiter nach rechts. Eingang warst du anscheinend sehen. Noch nicht. Ich bin hier gerade auf einem großen Berg. Doch, da war ich. Da habe ich, da war übelst viel Dornzeug. Ja, schau hier. Da bin ich, komme ich gerade raus aus der Höhle. Ah, ich sehe es. Dieses scheiß Eater auf. Was gibt's hier unten? Ich habe so das Gefühl, dass es hier unten wieder eine. Nee, ein Herzkristall. Hier ist noch eine Corruption, noch so eine. Da ist bestimmt so ein Orb drinne. Ich
habe einen weiteren Herzkristall. Hier ist noch eine. Ja, ich habe hier auch. Hier ist auch noch so ein Orb. Ich tu mal nach unten abbauen. Ja, ich guck mal, ob hier noch eine ist. Wir brauchen hier unten übrigens Luft. Ja, ich habe einen Orb hier. Wofür brauchst du Luft? Zum Atmen. Ach, Luft wird überbewertet. Es ist kaputt. Hurra. So, hallo, ich bin wieder da. Ach, du warst weg? Du Held. Na, was macht ihr Schönes? Spaß haben. Wieder ein Muskete. Ich komme. Yay. Bis du da bist, ja. Sind wir schon mit dem Eater of Worlds fertig. Oha, ja, super, ihr habt alle Hellfire-Sets und sowas. Nö. Ich sicherlich nicht. Oh. Ich hab das normale Shadow-Set hier, oder wie das heißt. Oh, ja, das hab ich nicht mal vollständig. Ich schon. Nach oben. Ich mach irgendwas falsch. Tja, du hast halt nicht so einen Charme. Bitte, bitte, Tom. Der Penner hat die Schwimmflossen gefunden. Ja. Ich kann Sonnenblumen pflanzen. Das ist ein gutes Argument. Du bist Pro. Ja. Jetzt haben wir vollsten Respekt. Hast du schon den zweiten? Ja, ich bin gerade dabei, ihn zu schrotten. Okay, dann gehe ich jetzt zum dritten. Und was war drin? Ein Ring. Slowly regenerates Mana. Das ist aber ja praktisch. Ob das so lohnenswert ist. Zusätzlich. Hallo, da. Oh, hi. Ich habe das Gefühl, dass hier an der Seite das Ding ist. Warte, ich will hoch zu dir. Ja, oder die beiden haben so hier hingeführt, weil hier war der. Dann ist von deinem, glaube ich, der irgendwo anders. Kann das sein? Nein. Also du kannst gucken, aber da ist nur eine normale Höhle. Ja, okay, da ist wahrscheinlich irgendwo Mist drin. Siehst du, das ist jetzt total praktisch. Ich kann hier einfach hochspringen. Durch das Wasser einfach schwimmen. Oh, das ist cool. Alter, ich will das ist normal, dass so viele Eater of Souls hier rumfliegen. Ja. Dafür leuchtet. Das ist ja abnormal, wie viele bei mir sind. Was? Ja, das hatten wir vorhin auch. Ja, hier sind auch eine ganze Menge. Alter, ich bin wieder ganz unten. Das ist bitter. Total. Ich geh mal ins nächste Loch. Nächstes Loch! Oh, Fall Damage. Dieses Loch hier ist so breit, da werde ich nie wieder rauskommen. Ich glaube, du bist hier sogar irgendwo in der Nähe. Komm mal in das Loch rein, ey. Das ist krank, wie breit das ist. Ja, warte, ich probiere mal, ob ich zu dir kann. Ich habe keinen Bock, hier rauszukommen. Das ist so krank breit, das geht gar nicht. Au, oh, Selbstmord durch Sand. Oh, was gefunden? Ja. Das ist nicht gut. Ey, ich seh dich. Bin hier oben, links. Ich bin gestorben an Fallschaden. An einem Herzkristall vorbeigefallen, ey. Verdammte Kacke. Oh, egal, ich komm zu dir rüber. Hier bei mir. Ja, ich weiß. Ach, crap, ich bin in der Höhle. Ich hab meinen Spawnpunkt nicht hochgesetzt. Lalalalalala. Nein, ich bin gestorben. Am Eater of Worlds. Kannst du da mal nach dem Herzkristall noch Ausschau halten drin, Dani? Ja. Ich habe nur gerade ein kleines Problem und das nennt sich Eater of Worlds. Ah. Weil an der linken Seite. Der ist ja nämlich Loch. Gerade. Ach, der ist easy. Aber komischerweise macht er mir gar keinen Damage. An der linken Seite vom Loch, dürfte ein Herzkristall irgendwo rumliegen. Ich merke nur, dass Tom irgendwie ganz weit ist.